Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Patrick und ich zeige euch heute den Mad Catz CTRLR. Ja, Controller wird das, glaube ich, ausgesprochen. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Ja, auf jeden Fall handelt es sich hierbei um einen Wireless-Controller, der eher fürs Mobile-Gaming gemacht wurde oder halt auch für die eigens konzipierte Mojo-Konsole, die auch auf Android basiert. Das Ganze funktioniert natürlich mit Android, anderen Smart-Devices, Windows oder halt Mac OS X. Betrieben wird das Ganze über zwei Dreifach-A-Batterien. Diese coole Halterung da, die dient halt dafür, um euer Handy anzuklemmen. Die funktioniert wirklich sehr, sehr gut, muss man schon mal sagen. Also hier hängt ein Galaxy S5 mit Hülle dran und es ist immer noch ziemlich viel Luft nach oben. Also man könnte noch ein viel größeres Smartphone dran anklemmen. Und das Smartphone hält echt bombenfest, das werdet ihr gleich auch noch sehen. Hier nochmal ein paar Nahaufnahmen von dem Controller. Also er macht wirklich schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Aber wir öffnen jetzt einfach mal das Paket und schauen, was drin ist. Ja, auf jeden Fall macht die Packung schon mal einen sehr soliden und schönen Eindruck. Diese abgeflachten Kanten so an den Seiten sehen schon ganz cool aus. Hier drin haben wir erstmal Mad Catz Aufkleber en masse. Das ganze Gerät gibt es auch in schwarz. Wir haben hier die weiße Version bekommen. Hier seht ihr jetzt die Halterung mit einer Gummierung hinten dran, damit es natürlich nicht rutscht. Hier kann man das Ganze auseinanderziehen. Ist natürlich ein bisschen kraftaufwendig, ist natürlich klar, damit das Handy festsitzt. Ja, packen wir das jetzt erstmal weg. Hier sind die Batterien, das zeige ich euch gleich noch. Sehen wir uns erstmal den Controller mal an. Das Ganze ähnelt jetzt auch echt mal so einem Xbox 360 Pad. Die Knöpfe lassen sich super drücken, oben eigentlich die Unterscheidung zu einem normalen Controller natürlich mit diesen, Media Keys. Hier kommen jetzt hinten die Batterien rein, ganz standardmäßig, plus, minus, nicht vertauschen, wäre schlecht. Und Deckel drauf. Hier unten habt ihr jetzt die Mode-Buttons, also PC oder halt auch für die Gaming-Konsole oder halt auch für Android, also das lässt sich alles regeln. Ja, hier hinten ist jetzt die Schraube, die wird abgedreht, dann setzt man natürlich die Handyhalterung drauf und dreht es wieder fest. Ja, so, dann haben wir das und macht schon mal einen coolen Eindruck auf jeden Fall. Gleich, wenn ich das Handy einklemme, werdet ihr sehen, dass es wirklich bombenfest ist, also da passiert mal gar nichts. Hier nochmal mein Galaxy S5 von Samsung mit einer richtig dicken Hülle dran. Man schiebt das einfach so mal hoch und schon, zack, hält das fest. Hat mich echt gewundert, also es ging wirklich locker leicht und ich habe echt viel gewackelt und es ist nichts passiert, also da braucht ihr wirklich keine Angst haben, dass das Smartphone mal rausfällt. Ja, die Anbindung funktioniert eigentlich ähnlich einfach, also man hält den Knopf gedrückt, der blinkt, man sucht nach Bluetooth-Geräten auf dem Handy, dann taucht natürlich unten dann irgendwann der Controller auf, da ist er auch schon, da tippt man jetzt einfach einmal drauf. Dann funktioniert das schon mit der Kopplung, sobald das Lämpchen aufhört zu blinken. Zack, fertig und gekoppelt. Schon kann losgezockt werden. Ja, und wie kann man natürlich so einen Controller am besten testen? Natürlich mit einem Ego-Shooter. Funktionierte echt super. Das einzige Problem war, dass mein Galaxy S5 doch von den Werten oder von der Hardware her doch ein bisschen zu schwach für dieses Spiel war. Es ruckelte einfach. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung, auf jeden Fall hier auf dem Boot lief es doch relativ gut eigentlich. Aber vom Controller her kann man echt nichts sagen, das lief alles super. Ist halt wie ein Standard-Controller, spielt sich auch fast genauso. Und das ganze Gerät machte echt einen super Eindruck auf mich, schon mal beim Unboxing und beim ersten Antesten. Auf jeden Fall finde ich cool, dass das Ganze auch mit dem Windows-PC funktioniert und nicht nur auf diesen Android- oder Mobile-Gaming-Markt beschränkt ist. Ist auch eine coole Sache, so kann man das Ding auch an einem normalen PC nutzen. Ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Unboxing. Eine Review folgt natürlich dann auch auf unserer Webseite. Falls ihr uns auf Facebook noch nicht folgt, macht das, denn dort werdet ihr natürlich auch nicht verpassen, dass dann die Review online ist. Oder andere News aus der Gaming- oder Hardware-Welt. Also ist richtig cool. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Und wir haben auch Instagram und Snapchat und alles Gedönse und Twitter. Ich hau einfach alles mal in die Videobeschreibung. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.